das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf Erden ist. Das gilt auch für euch, denn ihr wart weit weg von ihm entfernt. Durch seinen Tod hat Christus euch mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und jeden Makel. Glauben fest und gegründet bleibt und nicht weicht von der Hoffnung dieser guten Botschaft, die ihr gehört habt und die erzählt wird in aller Welt, deren Diener ich geworden bin.